Guten Morgen, guten Morgen, meine liebe Freundinnen und Freunde. Jawohl, ja. Heute haben wir Donnerstag, glaube ich. Morgen ist schon Freitag und übermorgen ist Samstag schon Wochenende. Ja, so ist das. Das geht ratzifatzi, ruckzuck und schon ist die Woche rum. Ja, es ist ja auch gar nicht so schlecht, dass die Woche da rum ist. Die hat ja schon angefangen mit Sturm und Gewitter und mit dem fliegenden Pavillon. Ja, so hat die angefangen. Also das muss jetzt viel besser enden, verstehe ich? Ja, das ist wichtig, nicht? Jetzt haben wir auf der Terrasse einfach so einen Sonnenschirm stehen. Wenn jetzt der Wind kommen tut, dann fliegt der Sonnenschirm fort. Ja, da ist der weg. Ja, so sieht das dann aus. Aber es ist im Moment strahlend blauer Himmel. Und die in die Wettergedenks, die haben gesagt, es wird heute heiß. Es ist viel zu heiß, ja, viel zu heiß. Da stöhnt dann schon mein Herrchen und mein Fräulinchen, wenn das so heiß wird, das ist nicht so ihr Wetter. Also schönes Wetter ist schön, aber nicht, wenn es so heiß ist, ja, dann stöhnen die immer. Ich nicht, nee. Ich gehe dann einfach nur von draußen rein und dann bin ich im Kühle. Und dann ist das wieder gut. Gut, und es muss immer was zu trinken da stehen. Ist natürlich klar, ne? Muss immer Frischwasser da rumstehen. Besser gesagt noch, Regenwasser ist noch besser. Aber bei dem Wetter rennt's ja nicht, ne? Wir haben einen Salat. Also, Freunde, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und wenn es zu heiß ist, einfach reingehen, raus aus der Sonne, ne? Und für kleine Kinder, kleine Hunde, ältere Menschen ist viel zu viel Sonne sowieso gar nicht so gesund, ne? Also, bis dann! Tschüss! Euer Muckli mit die weiße Socke.